Wir sprechen heute mit Rechtsanwalt Jochen Resch über unseriöse Trading-Plattformen in Malta und Zypern. Alles dazu erfahren Sie beim Business Talk am Kudamm. Unseriöse Trading-Plattformen werben aggressiv für Neukunden im Internet. Wie funktioniert die Masche? Der Einstieg erfolgt meistens über Anzeigen im Internet, wenn Sie normalerweise was anschalten, Nachrichtenkanal oder etwas, finden Sie dort Anzeigen. Sie finden auch geschaltete Werbung für die Höhle des Löwen zum Beispiel. Mhm. Ein beliebtes Modell, das immer noch genutzt wird, obwohl es schon seit über einem Jahr läuft. Und das macht Menschen neugierig. Wir klicken das an und sofort meldet sich dann ein freundlicher Mensch am Telefon und erklärt, dass es die Möglichkeiten es gibt, mit kleinem Einsatz zu handeln, zu traden, neudeutsch, und dass man eben einen kleinen Einsatz mal versuchen sollte. Es funktioniert, mit 250 Euro geht's los. Und so wird dann die Menschen immer mehr animiert, mehr einzuzahlen und mehr einzuzahlen und mehr einzuzahlen, mehr einzuzahlen, bis dann ja keine Lust mehr besteht und dann merken viele, dass das wohl nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Mhm. Aber der Einstieg ist so perfekt gemacht, dass der Laie nicht sehen kann, dass die Website, auf die er geleitet wird, dass sie nicht echt ist. Sie ist natürlich echt, aber dass da kein echtes Unternehmen dahinter steht. Und dass das alles so ein 4-5-Monats-Modell ist. So eine Website hat eine Lebensdauer von ein paar Monaten, die lebt so lange, wie es nicht allzu viele negative Werbung, Warnungen gibt. So eine Website wird gestartet und am Anfang gibt es ja keine Warnungen, weil es läuft alles toll, alle sind begeistert. Oft gibt es sogar positive Stimmen. Mhm. Zu dem Konzept gehört das in vielen Fällen bei der beliebten Plattform Trustpilot, positive Werbung geschrieben wird. Da sind begeisterte Fans dann da, die erklären, wie toll das alles läuft. Und viel zu spät merkt man dann, dass das alles Schwindel gewesen ist. Und wenn die Warnungen kommen, ja, dann ist es meistens schon zu spät. Also wäre das zum Beispiel eine Idee zu schauen, wie lange existiert das Unternehmen, die Plattform, die Internetseite? Also wenn Sie relativ jung sind, es könnte schon ein Anzeichen sein, dass es nicht so... Ein zwingendes Anzeichen, wenn man weiß, wann die registriert worden sind, wie sie registriert worden sind, ob sie sich verstecken hinter so einem Provider, der keine Adressen rausgibt. Mhm. Das sind aber Sachen, die viele nicht können und viele nicht machen. Also auf der Website steht ja drin, wir sind schon seit 20 Jahren im Börsenhandel tätig und wir haben weltweite Vernetzungen und Erfahrungen, was nebenbei stimmt. Aber leider auf der negativen Ebene sind also Betrügerbanden, die auf weltweit agieren. Mhm. Aber wenn man so schaut, dann sollte man gucken, ob es sogenannte Stockfotos sind, also ob das Menschen sind, die Werbung machen, oder ob das reale Menschen sind, ob da irgendwie CEO ist mit Namen und dessen Geschichte. Auch hinterhergehen. Oft erlebt man sogar, wenn das seltenerweise mal der Fall ist, man guckt dann, gibt es den wirklich, dann reicht es nicht aus zu sehen, ja, den gibt es, der ist, was ich ein Beispiel, das mir jetzt einfällt, der ist Professor in Harvard, sondern auf dessen Webseite zu gehen und zu gucken, ist er bei seiner eigenen Vita, und er beschreibt ja immer im Regelfall, was man macht, ist dieses Unternehmen da auch genannt? Mhm. Ja, wenn ich CEO von einem weltberühmten, seit ewigen Zeiten existierenden Unternehmen bin, dann schreibe ich das auch in meiner Vita rein, dass ich da bin. So, und an den Fällen erleben wir oft, dass die Personen, wenn sie dann tatsächlich mal erwähnt sind, nichts mit dieser Firma zu tun haben. Mhm. Oder wir erleben, dass Clones existieren. Also das heißt, Unternehmen, die es tatsächlich gibt, bekommen einen Clone mit einer kleinen Änderung. Da steht dann statt .com .io dahinter oder so etwas. Nicht? Die Website werden nachgemacht.
Ja, teilweise werden ja die Webseiten wirklich sehr gut gemacht. Das hatte ich auch schon erlebt bei einer großen Tourismusseite, wo man übernachten kann, dass da ja statt einem I ein L gemacht wurde, was man aber, wenn man so schnell drauf guckt, dass man das gar nicht sieht, weil das sieht so einfach dann wie so ein Balken nach unten aus. Ja, und mittlerweile warnt ja die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen fast wöchentlich vor betrügerischen Trading-Abzocken. Warum ist es trotzdem so schwierig, dem Ganzen, der ganzen Abzocke ein Ende zu setzen? Weil die viel zu spät kommen, weil das gerade, was ich beschrieben habe, eine Website ist online, das Internet ist das World Wide Web und ist eben auch tatsächlich in diesem Rahmen weltweit tätig. Bis in Deutschland was passiert, dauert es eine ganze Weile. Wir haben ja auch mit der BaFin zu tun und die Warnung der BaFin kommen regelmäßig dann, wenn schon jeder weiß, dass es Betrüger sind. Und dann ist es zu spät. Also das heißt, es ist eine der Warnungen, die nach ein paar Monaten kommen. Aber der Zyklus einer solchen Website beträgt eben nur 3-4 Monate. Die Bande dahinter hat dann längst die nächste Website am Laufen. Und wir schauen, dass wir auf jeder Website, insbesondere bei den Finanzverbindungen, denn am Ende geht es ja darum, dass Konten da sein müssen, wo das Geld landet. Und es geht um Geschäftsmodelle. Wir versuchen zusammenzutragen und die DNA dahinter zu erwischen. Denn die Website ist eine Webseite, nicht mehr. Die ist aber von Designern gemacht worden. Es gibt Menschen, mit denen man telefoniert, ein Broker. Die sitzen im Callcenter, meistens im Balkan oder Türkei, für den deutschsprachigen Raum. Und man kann so erkennen, Gemeinsamkeiten, welche Fotos werden benutzt, welche Namen werden benutzt. Kann insbesondere aber auch im Hinblick auf die Zahlungsströme sehen, das dürfte wohl Bande A, Bande B, Bande C sein, dass man gucken kann, wer dahinter steckt. Nun muss man sich aber auch klar machen, die Strafverfolgung ist nicht wirklich die Lösung. Erstens haben wir keine europäischen Kompetenzen, die ausreichend wären, um das zu verfolgen. Wir sind fast immer im internationalen Bereich. Auch die Zahlungsströme gehen fast immer ins Ausland, oft nach Litauen zum Beispiel, sind ein Hotspot, wo viele Anbieter sind von Zahlstellen, aber auch in andere Länder, also selten bleibt das Geld in Deutschland. Und da kann man so feststellen, welche Konten benutzen die, welche Zahlungsempfänger benutzen die, wird das Geschäft über normale Bankkonten gemacht oder ist ein Crypto-Exchange dabei, welchen Crypto-Exchange benutzen die, mit Panda, Kraken, mit Valla oder wer auch immer. Und das sind so Gemeinsamkeiten, wo man sagen kann, das sind so die Dinge, wie wir es zuordnen. Und dann kann man gewissen Rückschluss darauf bekommen, wer steckt dahinter. Denn die Webseiten sind nicht wirklich aussagekräftig. Da muss man sehen, wie das ganze System ist. Wenn man jetzt unseriöse Angebote entdecken möchte, wäre es zum Beispiel auf die Website zu schauen, wie lange sind die schon da, ins Impressum zu schauen, wo liegt das Konto, was kann man noch machen? Das reicht eigentlich schon aus. Wenn ich sehe, es gibt kein Impressum oder ich sehe ewige Spuren, dass wir null Herkunft haben. Es gibt vielleicht, um das mal kurz in der Dimension zu beschreiben, es gibt ungefähr legale Plattformen, die aber fragwürdige Geschäfte machen, Lizenzen in Zypern oder Malta, machen bei uns vielleicht 10-15% der Fälle aus. Ein Drittel oder ein Viertel sind mit einer Registrierung in der Karibik zu finden, Dominica oder St. Vincent, oder auf der anderen Seite des Globus, Majuro, Marshallinseln, nochmal Viertel. Und der Rest hat null Spuren. Da findet man überhaupt keine Registrierung. Und wenn ich Pazifik sehe oder Karibik, dann weiß ich, das sind Betrüger. Das sind Tausende von Adressen unter derselben Adresse auf winzig kleinen Inseln. Da gibt es mehr Firmen als Einwohner. Also das heißt, dann weiß ich sofort, da stimmt was nicht. Daran kann man das erkennen. Aber es ist eigentlich die Methode, wie gearbeitet wird. Also wenn ich mich reinziehen lasse und der Broker will immer mehr haben und er zeigt mir da den Meta-4-Trader,
Da wird immer mit geworben, dass das so ein Chart sind, wo man genau sehen kann, wie das ist und wie das alles abläuft. Dann sollte man die Finger sofort weglassen und wenn immer gesagt, dass der Gewinn so hoch ist und dass man noch mehr investieren soll. Also ich würde sagen, wenn Sie keine eindeutige Registrierung in Deutschland haben, bei der BaFin gemeldet, Finger weg. Wenn Sie ein Unternehmen haben, das eine Lizenz in Deutschland hat, bei der BaFin zugelassen ist, dann kann man das machen. Alle anderen Lizenzen, Zypern bin ich sehr skeptisch oder Malta, sollte man nicht machen. Also würde ich mal sagen, alles sind Ausschlusskriterien, sei denn ich habe eine Lizenz bei der BaFin in Deutschland. Jetzt haben Sie gerade schon die Beispiele Malta und Zypern angesprochen. Wie kann es sein, also gerade in Europa, auch, dass da in großem Stil so dubiose, dass es da Angebote gibt und auch keine Aufsichtsbehörde? Es gibt eine Aufsichtsbehörde. Zu Zypern muss man sagen, Zypern ist einer der Länder gewesen, die wie kaum ein anderes unter der Euro-Krise gelitten haben 2010. Die Zypern sind weitgehend den Bankkonten enteignet worden, was über einen bestimmten Betrag hinausging. Und sie haben dann massiv versucht, Geld wieder ins Land zu holen. Und haben eine sehr leichte Möglichkeit geschaffen, dort eine Lizenz zu bekommen. Ich will jetzt in der Öffentlichkeit nicht sagen, dass das fragwürdig ist. Aber wir stellen fest, dass wir immer wieder dieselben Namen sehen. Bestimmte Personen, die auftauchen, die auf der Ebene der sogenannten CISEC, der zypriotischen Secure Exchange Stelle, tätig sind, die in Regierungsfunktionen sind, also auf der höchsten Verwaltungs- und Regierungsebene sind Personen, die man kennen muss und dann kriegt man seine Lizenz. Und so gibt es dann allein in Limassol, der südlichen Küste, ein Hub von Unternehmungen, die alle in derselben Stadt sind, wo natürlich jeder jeden kennt und wo es ein Netzwerk gibt, das dann auch als Zahlungsempfänger auf Unternehmen sind, die in Litauen sind. Also Litauen ist ein sehr technisch offenes Land. Und ermöglicht das sehr einfach, dass man solche Unternehmungen, Zahlstellen da gründen kann. Da muss man nicht hinfahren, das kann man alles per Internet machen. Genauso wie ich eben im Pazifik oder in der Karibik mein Unternehmen anmelden kann. Das kostet praktisch kein Geld, das kann ich alles per Internet machen. Eine halbe Stunde könnten Sie Ihr Unternehmen in Majuro haben, schöne Insel. Ja. Also es ist sehr einfach. Und diese Möglichkeiten werden genutzt, wobei das sind schon Netzwerke. Nicht nur in Europa, wir haben ein Riesennetzwerk, das ist eigentlich Betrug in Asien, aber auch im Kunden weltweit angesprochen werden, auch in Europa. Also es ist schon ein gigantisches Business dahinter, weltweit um viele Milliarden Euro. Aber wie in allen Branchen, jeder kennt jeden irgendwo, ne, weiß, dass der was damit zu tun hat. Wie reagieren die Behörden in Malta und auf Zypern auf Verdachtsmeldungen oder Strafanzeigen? Sehr schwerfällig. Dann und wann gibt es tatsächlich, dass mal, wenn wir jetzt von Zypern reden, mal eine Lizenz wieder entzogen wird. Aber dass da eine strenge Aufsicht ist über die Geschäftsgepflogenheiten der Unternehmen, den Eindruck habe ich nicht. Also von daher gibt es eben Gründe, weswegen man nach Zypern geht, um eine Lizenz zu bekommen, die dann natürlich wieder für den europäischen Raum gültig ist. Allerdings, das muss man klar sagen, wenn ich aus Zypern den deutschsprachigen Raum bespielen will, dann muss ich mich an Gesetze von Deutschland, Österreich, Schweiz halten. Und dort gibt es bestimmte Verpflichtungen über die Gültigkeit von allgemeinen Geschäftsbedingungen, was man tun darf als Broker, was man nicht machen darf. Und nach unserem Eindruck wird im konkreten Fall der Beratung zwischen Kunde und Broker massiv gegen diese Vorgaben verstoßen. Und damit haben wir eigentlich ein Einfallstor, wo wir dann tatsächlich mal rechtlich vorgehen können, zivilrechtlich nach dem Verbraucherschutzgesetz, weil hier werden Verbraucher
betrogen, sage ich mal, getäuscht. Und da haben wir Schadensersatzansprüche. So würde das ablaufen. Das Gleiche gilt für Malta, aber Malta ist gegen Zypern ein kleiner Fisch. Vielleicht nochmal zusammengefasst, welche Möglichkeiten habe ich, um mich effektiv vor Betrug im Netz zu schützen? Ich würde das so sagen, alles, was nicht in Deutschland registriert ist, bei der BaFin, nicht machen. Und das kann ich rausfinden. Jedes Unternehmen, das in Deutschland registriert ist, hat das auf seiner Webseite. Aber das würde ich nicht als ausreichend ansehen, denn da kann ich alles hinschreiben. Ja. Sie mich bei der BaFin erkundigen oder bei der BaFin nachschauen, kann man ja auf der Webseite sehen, wer hat die Zulassung, wer nicht. Also nicht sich auf irgendeine Angabe verlassen, die auf einer Website steht, sondern immer direkt zur Quelle gehen. Und das wäre dann so ein Weg. Vielen Dank.